bin zurück aus Dortmund und von der Messe. Das Messevideo habt ihr ja schon gesehen. Und natürlich war ich wieder im Action und ich habe auch ein paar Sachen bekommen. Und was das ist, das seht ihr jetzt. Ja, völlig unspektakulär für unsere Dusche. So einen kleinen Korb, weil mich es manchmal nervt, dass das Teil, was wir haben, da nicht alle meine Sachen reinpassen. Und deswegen habe ich das Ding hier einmal mitgenommen. Dann habe ich diese Glitzerrosen hier entdeckt. Und zwar sind hier immer solche Herzchen mit drauf und Pünktchen. Und dann eben diese Rosen in zwei verschiedenen Farben. Und da habe ich einmal rosa, einmal blau, einmal grün und braun. Und hier einmal solch ein grün und so ein türkis. Und das gleich zweimal, weil das ja meine Lieblingsfarben sind. Außerdem habe ich mir für meine Mixed Media Sachen nochmal solche Blümchen hier mitgenommen. Wo ich gerade bei Mixed Media bin, habe ich mir noch diese Teile mitgenommen, also diese Leinwände. Das habt ihr ja schon mal gesehen, da habe ich ja schon mal welche von mitgenommen, nur kleinere. Diesmal habe ich ein paar größere mitgenommen. Hier sind drei Stück drin und die sind 24 mal 30 cm. Und hier sind ebenfalls drei drin mit 25 mal 25 cm. Dann habe ich diesen wunderschönen 3D-Block bekommen. Da war ich sehr glücklich drüber. Es war auch nur noch einer da. Ich zeige den mal so ganz bisschen im Schnelldurchlauf. Ihr wisst, ich mag das immer nicht so mit Papiersachen zeigen. Der war aber wirklich niedlich. Ich benutze eigentlich diese 3D-Blöcke so gut wie gar nicht, aber der war wirklich schön. Und ich hatte den in einem Haul von Miss Fruchteis gesehen. Da habe ich gedacht, oh, den muss ich unbedingt haben. Und da ist er. Diesen hier habe ich mir, glaube ich, schon mal geholt. Finde ihn aber total süß, deswegen habe ich ihn nochmal mitgenommen. Und hier ist ja, sind ja verschiedene Sachen drin, also Papiere, Stanzform, Sticker, Valium-Papier ist hier auch noch mit dazwischen. Und dann eben Papiere. Und alles so auf Wald abgestimmt. Und ich habe mir überlegt, ich habe sowieso Lust, mal wieder ein Album zu machen. Und da ich ja auf der Kreativa auch schöne Sachen mir mitgenommen habe für ein schickes Album, denke ich, dass ich mit diesem Block hier ein Album machen werde. Ja, das war's. Und werde so viel wie möglich aus diesem Heftchen hier dafür benutzen. Und wenn euch interessiert, wie ich es mache und falls ihr sehen möchtet, wie das Album entsteht, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann werde ich das live basteln. Also den Grundkörper jetzt nicht, weil das haben die meisten von euch ja schon gesehen oder. Ich verlinke euch dann mal ein Video. Wenn ich das Album mache, verlinke ich euch dann ein Video, wo ich euch das Cover zeige, wie ich das mache. Weil das Cover werde ich dann schon mal alleine vorher machen und werde dann mit euch nur quasi die Deko machen. Also das Grundgerüst für das Album werde ich vorher machen, alleine für mich und dann eben mit euch gemeinsam die Gestaltung quasi von diesem Album, also wenn ich dann eben diesen Block benutze. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, unten in die Kommentare einmal reinschreiben. Jo, habe ich voll Lust drauf, dann zeige ich euch, wie ich das mache.
So, ebenfalls für meine Mixed-Media-Geschichten hier nochmal diese Schmetterlinge und Libellen und Bienchen. Gleich zweimal, weil ich kann die einfach nicht genug haben. Ich finde die sowas von schön. Vor allem den hier unten. Ich stehe einfach total auf diese Teile. Deswegen kann ich davon echt nicht genug bekommen. Und solange wie es die noch gibt, greife ich immer mal wieder zu. Und hier nochmal diese Blätter, die habt ihr, glaube ich, auch schon mal bei mir gesehen. Eins davon habe ich auch schon mal in irgendeinem Mixed Media Projekt benutzt. Liebe ich auch sehr, mussten auch nochmal mit. Ja, dann hier völlig unspektakulär solche Schutzfolien für Karten. 50 Stück sind drin, A6. Die sind vorhin irgendwie abhanden gekommen. Die gehören zu den Rosen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Hier in Weiß und Silber, beziehungsweise Weiß-Creme. Und die Sachen sind dann halt Silber. Hier habe ich mir einen Block noch mitgenommen. Und auch bei dem habe ich an ein Album gedacht. Aber diese Blöcke kann man ja auch irgendwie immer nicht genug haben. Die sind einfach immer wunderschön. Oder ja, viele von denen sind wunderschön. Und hier seht ihr da, wahrscheinlich habt ihr es gesehen, ich weiß es nicht genau, die haben halt auch hier Glitzer mit drin. Und ja, der musste jetzt auf jeden Fall auch noch mal mit und kann mir gut vorstellen, dass ich da auch noch ein Album draus mache. Ja, dann mussten auf jeden Fall diese Breads noch mit, und zwar von dieser Sorte hier zwei Packungen, von der hier auch, und von dem habe ich nur einmal mitgenommen. Hier ist so Gold, Kupfer, Silber und Schwarz drin. Hier haben wir Rosa, Lila, Blau und Türkis. Und hier haben wir dann Gelb, Pink, Dunkelblau und so ein, ja, ein Petrol, ein leichter Petrolton ist das. Und ja, alleine die Boxen sind schon, finde ich, total schön. Also auch wenn die Teile dann mal aufgebraucht sind, dann kann man die hier sogar aufhängen. Also ich könnte mir hier sogar Nägel an die Wand machen und könnte mir da die Teile an die Wand hängen. Würde den Aufkleber dann hier abmachen, weil das Ding halt hier hinten sitzt. Und dann hätte ich solche Boxen, wo ich immer sehe, was ich da für Sachen drin habe. Da könnte man auch Perlen oder irgendwas anderes reinmachen. Die Idee ist mir jetzt gerade spontan gekommen, weil ich das hier gerade gesehen habe, dass das ja theoretisch funktioniert. Einfach einen Nagel in die Wand oder einen Haken und zack, hat man dann nochmal so ein Mini-Regal. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich so viele Löcher da reinmachen wollen würde, aber theoretisch ist es gar keine schlechte Idee. Vielleicht würde ich mir so ein Holzbrettchen machen und das da dran machen. Das finde ich eine gute Idee. Und dann könnte ich auch endlich mal das Werkzeug von meinem Mann ausprobieren, was er mir zu Weihnachten geschenkt hat. So. Ja, Anbastelsachen zu guter Letzt dann endlich mal Wachsmaler, weil ich ja immer keine hatte und ich wollte ja mal was mit Wachsstiften machen und das konnte ich dann nicht machen, weil ich keine hatte. Und ich habe mir auch schon überlegt, warum hast du davon nicht eigentlich zwei mitgenommen, weil die waren jetzt auch nicht teuer und ja, da hätte ich auch locker zwei von mitnehmen können, aber ist kein Problem, die werden sie bestimmt noch länger haben und hier sind ja halt auch ganz viele Farben drin. Ja, und da werde ich bestimmt dann auch mal was mitmachen. Also ich habe halt Lust auf so ein Bild, wo man halt erst mit Acryl oder was auch immer für Farben halt was malt und dann mit schwarzem Wachsmaler drauf und das dann eben nur so Muster halt wegkratzt, dass man dann halt so ein, ja, ihr wisst, was ich meine, ihr kennt das garantiert. Da gibt es ja auch so Kratzbilder, wo man dann so Sachen wegkratzen kann. Das ist ja vom Prinzip her ziemlich ähnlich. Das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, sind halt jetzt einfach Batterien von Philips. Einmal die großen, einmal die kleinen. Die kann ich auch immer gebrauchen. Fernbedienung, Uhr, Tastatur oder Maus für meinen Rechner. Überall gehören Batterien rein und die kann man halt immer gut gebrauchen und da sind jeweils 16 Stück drin.
Ja, die habe ich auch noch mal mitgenommen. Was ich auch noch mitgenommen habe, und zwar ziemlich viel, waren Leckerlis für meinen Hund. Allerdings habe ich die schon unten in der Küche alle deponiert, und das ist sowieso nicht so interessant für euch, denke ich mal. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht mehr gezeigt. Ja, ihr Lieben, das war schon. Mehr habe ich beim Action gar nicht gekauft. Aber ich war vorher noch in Braunschweig und ich dachte mir, ach, für das bisschen, das lohnt sich nicht, dafür machst du kein Haul. Aber ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss noch, was ich mir da noch gekauft habe. So, hier ist mein Tütchen und All Over the World, den Shop kennt ihr ja schon, da kaufe ich ganz gerne mal ein, wenn ich in Braunschweig in den Schlossarkaden bin, dann zieht es mich immer wieder in diesen Laden und ich muss gucken, was sie an schönen Sachen haben. Und ich kippe hier einfach mal alles aus, was hier so in meiner Tüte ist, und als erstes seht ihr hier ein Buch, nein, kein Buch, eine Box, die aber wie ein Buch aussieht, die man dann ins Bücherregal stellen kann, und da kann man eben schön ein paar Sachen drin verstecken. Ja, finde ich eine ganz coole Idee. Jetzt weiß natürlich jeder, dass ich da was drin verstecke, aber das ist ja wurscht. Ich glaube, bei mir bricht sowieso keiner ein. Ja, also einmal das Bücherregal. So, dann habe ich noch so Kleinigkeiten mitgebracht, zwei Bänder, und zwar einmal in Grün. In so ein Mintgrün oder Minzmakrone, das passt, glaube ich, hier ganz gut zu meinem Minzmakrone Stempelkissen. Und ein Rot, weil ich einfach nicht so wirklich Rot habe, weil Rot jetzt auch nicht so unbedingt meine Farbe ist. Ich aber manche Leute kenne, die gerne Rot haben, und deswegen musste jetzt auch mal Rot mit. So, noch zwei unspektakuläre Sachen theoretisch. Hier habe ich einmal so ein Drahtseil, was ich mir an meiner Wand festmachen werde mit Klemmerchen. Und da kann ich dann Bilder dran machen, zum Beispiel von eurer Tauschpost, weil die Wand hinter mir langsam ganz schön voll wird und ich da nicht mehr wirklich Platz habe. Und dann dachte ich mir, so ein Bändchen und dann die Klemmerchen, dann kann ich da noch ein paar Sachen dranhängen. Und das fand ich eine coole Idee. Genau, deswegen habe ich mir jetzt einmal mitgenommen. Ich habe euch hier auch gar nicht die Preise gesagt. Das Ding hat hier 2,81 € gekostet. Die Bänder weiß ich nicht, weil kein Preis drauf steht. Das Buch hat gekostet 5,18 €. Und dann habe ich hier noch solche normalen Klammern mitgenommen, um eben mal ein Papier oder irgendwas festzuhalten. Und das hat gekostet 1,24 € und hier sind 6 Stück in der Packung. Ja, und die waren, glaube ich, auch nur, keine Ahnung, 1 € oder so, und hier sind 10 Meter drauf. Also das war nicht so wirklich teuer. Ja, und schwupp, schon sind die Sachen verstaut. Okay, ihr Lieben, das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Freude gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.